Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rams Girata. So, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, nachdem wir von der Exchange kamen. Wir haben uns dort um die Probleme mit der Exchange und dem Sanierungsprojekt gekümmert. Die Lösung sah so aus, dass es jetzt keine Exchange mehr hier gibt auf der Citadel Station und somit auch keine Exchange mehr das Sanierungsprojekt behindern kann. Ja, von diesem Erfolg wollen wir jetzt mal Chodo erzählen. Hallo, Chodo. Ja, haben wir. Lopak, Slask und Luxa machen euch keinen Ärger mehr. Ich habe diesen Blaster bei einem der Killer in der Landebucht gefunden. Ach ja, das ist schon etwas länger her, aber mal sehen, was er dazu sagt. Naja, bei Gren waren wir ja schon. Lopak, Slask und Luxa machen euch keinen Ärger mehr. Was immer es auch ist, danke. Ja, ich habe versucht mit ihm zu reden, allerdings hat es halt nicht geklappt. Danke, aber was bleibt jetzt noch zu tun? Ich kann das nicht annehmen, Chodo. Betrachtet es als meine Investition in Telos. Ja, danke, was bleibt jetzt noch zu tun? Wo ist die wie ist die Chaka Corporation so weit gekommen? Okay, ich helfe euch, aber was springt für mich dabei raus? Nee, wie ist die Chaka Corporation so weit gekommen? So, was springt für mich dabei raus? Ja, wollen wir das doch mal fragen? Ja, das wäre cool. Warum helft ihr mir nicht erst, mein Schiff zu finden, weil er denkt, dass ich dann weg wäre? Ah, naja, okay, ich helfe euch. Ich denke drüber nach. Ja, ich helfe euch. Oh. Ach nee, ich habe richtig weggeklickt. Okay. Aber es kann gehackt werden, oder? Nicht von uns. Das können wir nämlich nicht. Aber theoretisch. Und wie sollen wir an diese Dateien kommen? Aber ich bin ja kein Jedi. ich werde sehen, was ich tun kann, definitiv. Okay, Lichtschwert, Energiezellen, Befestigung. Ja, ein weiteres Teil für unser Lichtschwert. Jetzt haben wir schon zwei oder drei. So. Erfahrungspunkte sind auch ordentlich. Ja, nehme ich gerne alles. So, Chodo Abad ist jetzt fertig. Wir haben aber mit Mosa noch nicht geredet, was ich doch gerne nochmal erledigen würde. Was macht ihr denn hier? Du hast doch jetzt eine neue Druiden-KI. Aber was werdet ihr tun, wenn euer Projekt abgeschlossen ist? Ist eine gute Sache. Ist eine gute Ansichtssache. Ansichtsweise. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung. Heißt im Klartext, dass wir jetzt mal in die Kantine vorbeischauen werden. Wie gesagt, alle Kopfgeldaufträge von Lieutenant Gren schiebe ich auf, bis wir wieder auf der Citadel sind. So. Hier kommen wir nicht lang, beziehungsweise hier kommen wir lang, aber hier müssen wir nicht lang. Hier müssen wir viel mehr lang.
Oh nein, ich meine, ich hätte ja jetzt natürlich auch die Konsole nehmen können, aber das war dann nicht in meinem Sinn. Hallo, Telosiana. Seit dem Krieg sind die Preise im Outer Rim explodiert. Die wenigen Medikamente sind neuerdings extrem gefragt. Ja, das haben wir schon gemerkt. Medikits sind teuer. Wo ist die Shuttle-Rampe? Ich glaube, hier ist die Shuttle-Rampe. Jetzt macht es auch keinen Unterschied mehr, ob ich zum Terminal dackel oder hier hin. Von daher. Na, komm. So, TSF-Officer. Nee, da müssen wir nicht lang. Hier müssen wir lang. So, und ja, wir können ja mal kurz bei Samhain vorbeischauen, beziehungsweise bei Dendis. Samhain gibt's nicht mehr. Upsala, da war ja was. Wir kommen auch nicht hinter, okay. Werkbank. Brauchen wir nicht angucken. Ja, Dendis, ich will mal wissen, was Dendis noch zu Samhain zu sagen hat. Immerhin haben wir ja dafür gesorgt, dass sein krimineller Bruder hinter Gitter kommt. Oder hinter Energie. Gitter, Käfig. Nokka kamaran endoso ran wie no chabi. Du donos emeragith. Wanara konachidro. Danke, zeig mal, was du hast. Oh, großzügiger Rabatt hilft nichts. Naja, so. Hier lang geht's aber in die Kantine. Ja, wir gehen einfach mal rein. So, ich bin ja schon wieder verswoopt, ja. Verswoopt, Suchrennen zu fahren. Nein, versucht, Swooprennen zu fahren. Aber ich glaube, das lassen wir dann doch jetzt erstmal. Immerhin haben wir eine Aufgabe und auf die werde ich mich jetzt konzentrieren. Wo bist du? Chaka Corporation Mitarbeiter, wahrscheinlich du. So, kleiner Leck, das heißt auch eine Sicherung. So, hier sind wir wieder. Ich habe mir mal eben überlegt, ob wir jetzt noch Swoop fahren oder aber später. Ich habe mich für später entschieden. Immerhin wollen wir jetzt erstmal uns um Current Fault kümmern. Und für Swoop mache ich dann mal eine extra Folge, damit wir alles in einem Rutsch runterrutschen können und dann als Champion rausgehen nach einer einzigen Sitzung. So, also einer einzigen Sitzung im Sitz eines Swoop-Bikes. So, Current Fault. Kann ich etwas für euch tun? Ich möchte mit euch über etwas reden, was ich über Janna Losse und die Chaka wissen muss. Was? Wie meint ihr das? Ich interessiere mich für einige Daten. Daten, die sie vielleicht in keinem allzu guten Licht erscheinen lassen. Moment. Ihr wollt Zugang zum Mainframe? Zum Chaka Mainframe? Ihr seid verrückt. Was seid ihr, ein Hacker? Nein, ich suche nur nach schmutziger Wäsche, das ist alles. Nun, da findet ihr bestimmt eine Menge über Losso. Ja. Aber das ist ein geschlossenes System. Und wie komme ich rein? Das ist ein Scherz, oder? Ihr seid von der CSD, hm? Loyalitätstest. Das ist kein Scherz, ihr wollt mir helfen. Natürlich nicht, wir wollen doch dasselbe. Ich will der Chaka Corporation schaden. Doof. Nein, das ist mein Ernst. Wie komme ich rein? Ohne Fähigkeiten? Das wird garantiert nicht klappen. Macht überreden oder überreden? Ja, ich bin fast versucht, Macht überreden zu nehmen, obwohl es ja teilweise gegen die Prinzipien verstößt. Das wird nicht klappen. Dafür sind wir in Überreden derzeit zu schlecht und der Ersparnis, er wird uns sicherlich viel abknöpfen wollen und die Ersparnis wäre zu groß, als dass man das mit einer geringen Überredenfertigkeit schaffen kann. Ich versuch's mal mit Macht überreden und mach die Augen zu, dass ich nicht gucke, worauf ich da klicke. Ah, nein, ich muss es irgendwie rechtfertigen, damit ich mich selbst, ja, im Spiegel anschauen kann. Ah, ja, wir haben hier einen Fall, der wirklich dem gesamten Planeten hilft. Sie hat Chaka, sie hat Passatkarten in der Hand. Also ist das schon gerechtfertigt. Hey, ehrlich, ich sollte euch helfen. Okay, außer Janna Losso hat nur B4D4 Zugang zum Mainframe. Er ist ein Protokolldruide und ihr Verwaltungsassistent. Wenn ihr B4D4 kontrolliert, kommt ihr in das System. Also kann ich mit B4D4 einfach so reingehen? Tja, ihr könntet B4D4 benutzen, um auf den Mainframe zuzugreifen. Und wie komme ich an ihn ran? Fast alle Chaka-Techniker sind auf dem Planeten in den Sanierungszonen, die wir von den Itorianern übernommen haben. Wir haben einen Techniker für die Protokoll- und Wartungsdruiden angeheuert. Er heißt Chano und wohnt in einem Apartment im Wohnmodul 082 Einheit 2B. Wenn ihr seinen Ausweis hättet, würde B4D4 euch folgen. Ach ja, wir haben ihn ja schon kennengelernt und er hat Angst vor uns, was uns jetzt natürlich zugutekommen könnte. Er hat uns nämlich für einen Killer der Exchange gehalten. Na, mal sehen, was da geht. Okay, ich gehe dann jetzt. Garen, es tut mir wirklich aufrichtig leid, dass ich die Machtüberredung benutzt habe, um dich zu überreden, aber es war zu deinem Besten, du bist auch gegen Lawso, und es war zum Besten des Planeten, also es tut mir leid. So, in dem Fall jetzt aber sind wir soweit fertig, wir müssen jetzt
Fuhrbrennfahren nicht, aber wir müssen zu Opochano, wo wir auch gleich mal hingehen werden. Und ja, ab zum Modul Unterhalt, nee, Wohnmodul 082 Ost. Werden wir gleich mal hingehen, aber machen wir in der nächsten Folge. Und das war eine strange Perspektive. Vorher gebe ich euch noch meinen Plan bekannt. Und zwar werden wir uns jetzt mal um Opochano etc. kümmern. Und ja, generell, wenn das dann abgeschlossen ist, oder auch schon vorher, mal sehen. Jedenfalls werden wir auch irgendwo Swoop-Fahren einbauen, damit ich hier noch ein bisschen was abräumen kann und ja, wir müssen was verdienen. So, aber nächstes Mal wird es, denke ich, erstmal mit dem Ausweis von Opochano weitergehen. Ich denke mal, das können wir so machen, dass ich zu Opochano gehe, den Ausweis hole und dann können wir uns ja im Prinzip Zeit lassen mit B4D4, dass wir da dann das Swoop-Rennen einschieben. Na, mal sehen. Aber ich würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rams Girata für heute. Ja, mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das nächste Mal wird es dann, wie beschrieben, weitergehen und ja, bis dann.